Jetzt habe ich ihn erwischt, den Igel. Ich hoffe, dass ich noch ein bisschen drauf kriege. Der läuft da. Igel, komm doch mal wieder her zu mir, Igel. Hallo, Igel. Und jetzt gehst weg, oder? Ja? Ich weiß nicht, ob man es da nachher drauf sieht. Jetzt ist er weg im Gebüsch. Sylvia Kern. Und wo ist der Mond? Der Nacht. Die laufen nur nachts rum, soviel ich weiß. Jetzt war er gerade draußen. Vielleicht kommt er noch einmal, der Igel. Ja, jetzt kommt doch noch mal. Da kommt er. Hallo, süßer Igel. Na, Igel, geht's dir gut? Ich kann dich fast nicht erkennen. Ich hoffe, dass ich es nachher drauf habe. Komm mal her, Igel. Igel, komm mal her. 1:10. Igel. Ja, jetzt kommt ein Fahrradfahrer. Gute Nacht. Da ist immer so ein Gegenpol. Ich kann es ja nicht beschreiben, bin ja nicht so ein Wissenschaftler, aber der ist wieder der große Stand dazu. Die sind viel zu nahe. Überwachung vielleicht. Da ist wieder der Stern. Es ist ein großer, es fehlt nur noch der Mond. Im gleichen Abstand läuft der Mond und das Objekt mit. Einsteinstraße. Da ist auch die nicht die Feuerwehr in New York, sondern hier. Und der Feuerwehrmann war ja Mark Twain, sie dann auch. Und hier ist der Stein, der im gleichen Abstand mitgeht. Hier wohnen jetzt Hillmans. Oh, ich habe es glaube weiterlaufen lassen oder auch nicht. Es läuft auf jeden Fall wieder und hier ist wieder das Objekt. Das Teil läuft mit. Das ist nicht der Mond, sondern der Gegenstand dazu. Ich bin direkt vom Haus fast. Der Stern vor der Haustür, er geht mit. Und hier ist der Stern. Und hier ist die Eingangstür. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Die wissen. Gell? Heute kommen wieder die. Wer entgegen? Aha.